Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Bardo mit BMZ Nummer 635 und den Themen nutzlose Rezensionen, Schicksal, Mobbingopfer und respektlose Menschen. Moin, ist dir das auch schon mal passiert oder kennst du das Problem? Aussagekraft von Rezensionen. Vorgeschichte, ich bin Teilnehmer an einem Punktesystem, bekomme also Punkte für den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen bei bestimmten Anbietern. Da diese Punkte nach einem festgelegten Zeitraum ablaufen, werde ich darauf hingewiesen, dass ich sie besser einlösen sollte, bevor es zu spät ist. Nun habe ich mir nachgeschaut, was ich mir gönnen könnte. Da bin ich über Bluetooth-Kopfhörer gestoßen, von denen drei meinem Punktekonto entsprach. Moment. Ach so, okay. Drei verschiedene Arten von Kopfhörern. Gut. Da ich immer kritisch bin, etwas billig anzusehenden Dingen gegenüber, wollte ich mich schlau machen und die drei Angebote vergleichen und mich darüber informieren. Zwangsweise gelangte ich zu einem großen Online-Versandhaus und las mir die Rezensionen durch. Immer wieder finde ich sowas wie hier am Beispiel Kopfhörer, gilt aber grundsätzlich für andere Produkte, Klang und Qualität gut für den Preis oder mehr kann man für den Preis nicht verlangen. Oh Gott, das ist aber dann schon, glaube ich, so richtig billig, ne, oder? Plastik, aber sonst okay. Die Sternebewertung ist bei solchen Aussagen auch von 1 bis 5 Sterne, maximal 5 Sterne. Obwohl sie meiner unmaßgeblichen Meinung nach dieselbe Wertigkeit haben, nämlich, dass die Produkte dass das Produkt eine preisentsprechende Qualität hat. Übrigens, ich frage mich, ob Amazon irgendwann auch auf so ein System wie YouTube umsteigt, einfach positiv und negative Bewertungen und dann Prozentwert anzugeben. Bin mal gespannt, ob sie das tun. Da stelle ich mir doch die Fragen, wie ist der Klang bei einem 10-mal so teuren Kopfhörer? Sollte der 10-mal so gut sein? Dreisatzrechnung, Preis X, Qualität A, Preis mal 10, Qualität mal 10. Oder aber Preis mal 10 gleich Qualität? Fragezeichen. Wie viel besser müssen denn die 10-mal so teuren Kopfhörer sein, damit sie den 10-fachen Preis wert sind? Wie kann man die Relation überhaupt erfassen? Warum geben die Leute so unterschiedliche Sternebewertungen ab? Rezensionen schön und gut, aber mit solchen Aussagen kann ich persönlich nicht viel anfangen. Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Am besten finde ich halt so Bewertungen, die halt überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun haben. Sowas wie falsche Größe geliefert, 3 Sterne. Oder kam pünktlich an, 5 Sterne. Wo du halt überhaupt nichts darüber weißt, ist das jetzt ein gutes Produkt oder nicht. Und ja, dazu kommt natürlich noch, dass manche Leute sehr, sehr abstruse Vorstellungen davon haben, was ihrer Meinung nach irgendwie rechtfertigt, dem Gerät oder dem Produkt irgendwie eine geringfügigere Wertung zu geben. Ich kann mich daran erinnern, als ich eine Mikrowelle gesucht habe. Was ich manchmal mache, ist, mir die Ein-Sterne-Bewertung durchzulesen, ob die Leute irgendwelche Fehler nennen, die ihnen mit dem Produkt passiert sind, ne? Die möglicherweise selten genug sind, als dass sie nicht zu einer Gesamtänderung führen, aber wichtig genug, als dass sie für mich wichtig wären. Und ich habe mir die schlechten Bewertungen durchgelesen für die Mikrowelle und die hat eine Grillfunktion, einfach nur, damit du zum Beispiel auch ein Sandwich darin machen kannst, das mit der Mikrowelle zwar auch geht, aber dann wird das Sandwich immer so labbrig. Und dann schrieb einer, er hat dem Ding 1 Stern gegeben, weil der Kuchen, den er darin backen wollte, nicht richtig durch war. Der wollte also keinen Mikrowellenkuchen. Es gibt auch so, bevor mir jetzt wieder die Leute, die ganzen Mikrowellenexperten kommen mit ihren Mikrowellenpommes und Mikrowellenkuchen. Der wollte einen ganz normalen Kuchen in der Mikrowelle backen und hat sich gewundert, dass die Grillfunktion nicht so gut ist wie ein richtiger Backofen. Hat er auch angemerkt, noch er oder sie, dass es im normalen Backofen viel besser ginge. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine von den Ein-Sterne-Bewertungen. Die sagt mir jetzt auch nicht so viel aus und die hilft mir jetzt auch nicht wirklich viel bei der Frage, ob etwas, was dieses Ding definitiv nicht können sollte oder können muss, nicht so funktioniert, wie jemand sich das vorgestellt hat, der offensichtlich keine Ahnung von Mikrowellen oder der Grillfunktion an der Mikrowelle hat. Also das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann die Frage mit dem, ob man das linear wertet bei Qualität. Ich glaube nicht. Also erstmal ist es sowieso schwierig, wie etwas überhaupt messbar ist, ne? Also in welchem Rahmen ist jetzt Klangqualität messbar? Zum Beispiel, das wird ja bei den Kopfhörern oft eine Rolle spielen, oder Qualität oder Optik. Und wenn, dann ist es, glaube ich, wenn es messbar ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz selten linear. Du zahlst ja oft dann für kleine Verbesserungen, zahlst du dann den doppelten Preis oder so. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, man muss mal versuchen, das Beste aus dem zu machen, was man in Informationen hat. Wie sehen die Gesamtbewertungen aus, glaube ich, finde ich immer ganz interessant. Leider Gottes muss man ja mittlerweile sagen, wenn ein Produkt 3 Sterne als Bewertung hat, dann ist es ja nicht wirklich ein durchschnittliches Produkt, sondern eher meistens ein ziemlich schrottiges Produkt.
Und dann, was ich empfehlen kann, ist, sich die negativen Bewertungen durchzulesen und zu gucken, ist da irgendwas an relevanten Informationen. Was ich zum Beispiel hatte, mal bestellt habe, war eine, so eine Taschenlampe. Und was heißt nicht wirklich Taschen, sondern so eine Clip-Lampe, die man sich so an einer Jacke oder so festmachen konnte. Und ich habe immer noch nichts Perfektes dafür gefunden, für meine Gassi-Runden mit dem Hund. Ich habe im Moment eine normale Taschenlampe, die ich über USB auflade, die ich halt mitnehme und die richtig starkes Licht macht. Aber halt, da habe ich dann nicht die Hände frei. Und wenn ich mit dem Hund Gassi gehe nachts, dann möchte ich einerseits ein bisschen dahin leuchten, wo wir lang gehen. Und zum Zweiten halt, wenn ich das Geschäft des Hundes aufheben muss, dann habe ich ganz gerne beide Hände frei. Geht auch so, aber egal. Und die erste Lampe, die ich bestellt habe, war irgendwie, glaube ich, sofort kaputt. Ich weiß mir gar nicht, ob die durchgebrannt war. Ich glaube, die hat einfach gar keinen, also hat nicht mehr das Licht abgegeben, was sie hätte abgeben sollen, auch wenn sie geladen war. Dann habe ich zwei neue bestellt, von denen hatte eine dasselbe Problem und die dritte war die einzige, die von den drei bestellten Lampen funktionierte. Und wenn man sowas dann halt liest, dass die Leute in den Bestellungen schreiben, dass das Ding gar nicht funktioniert oder unzureichend Licht abgibt und von, keine Ahnung was, 100 Rezensionen 10 Stück das bemängeln, dann wäre das schon mal sowas, wo ich vorsichtig werden würde, wo ich mir denken würde, das scheint nicht zufällig zu sein, weil natürlich können Produkte, auch wenn sie top gefertigt sind, mal kaputt sein oder kaputt gehen. Aber wenn da eine Häufung auftritt oder wenn so Features genannt werden, wo du dir denkst, verdammt, dieses Feature hätte ich ganz gerne gehabt, aber es existiert nicht. Zum Beispiel bei diesen Taschenlampen, eine Sache, die mich wahnsinnig macht, ist, dass fast alle Taschenlampen keinen einfachen Ein-Ausschalter mehr haben, sondern die haben so einen Modusschalter, mit dem du durchschalten kannst, hell, mittelhell, Blinklicht, SOS und aus. Und das macht mich wahnsinnig. Und da so eine Information zu bekommen, ob das Ding ein- und ausgeschaltet werden kann, wir haben, oder eine andere Geschichte, wir haben auf dem Balkon so kleine Solarleuchten. Also die laden sich tagsüber auf und sobald es dann dunkel wird, geht der Lichtsensor an und dann sind sie halt 2-3 Stunden oder 4-5 Stunden, je nachdem wie viel Sonne da war, eher 4-5 Stunden sind sie dann halt noch hell und leuchten den Balkon aus. Und da war eine der wichtigen Informationen halt, haben die diesen Lichtsensor drin? Und wenn du dann lesen kannst, hat leider nur eine Zeitschaltuhr und keinen Lichtsensor, dann ist das manchmal Dinge, die du in der Beschreibung nicht siehst des Produktes, aber dann eben bei einer Rezension rausfinden kannst. Aber ansonsten, ja, ich gebe dir recht, etliche Rezensionen sind nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, da geht es den Leuten auch nur darum, irgendwas zu schreiben, wenn sie ihre x Sterne da lassen. Und dann möchte ich gar nicht wissen, wie oft das Produkte sind, wo Leute Testmuster kostenlos bekommen haben, dafür, dass sie eine Bewertung da lassen. Ich möchte gar nicht wissen, wie inflationär, gerade zum Beispiel bei Amazon, gute Bewertungen sind, die in Wahrheit quasi gekaufte Bewertungen sind. Denn solche Situationen gibt es halt immer wieder. Und ich habe schon so oft Produkte erlebt, wo ich mich gewundert habe, wie das, nachdem ich es zu Hause hatte, so eine hohe Bewertung bekommen konnte. Aktuell zum Beispiel mein Dreifach-Monitorarm, der zwar die Monitore nicht fallen lässt, aber keine sinnvolle Möglichkeit hat, die so zu arretieren, dass sie so zusammenstehen, wie es der Fall wäre, wenn ich sie auf den normalen Fuß stelle. Aber naja. Hi Barlo, danke für den Content, der mir immer wieder beim Prokrastinieren hilft, nachdem es meine erste Frage anscheinend nicht in ein BMZ geschafft hat. Hier zwei neue, die hoffentlich besser formuliert und interessanter sind. Es ist nicht immer, dass die Fragen nicht interessant sind. Oft ist es halt auch, dass wir eine zu ähnliche Frage vor zu kurzer Zeit hatten und es nichts wirklich Neues dazu zu sagen gibt oder keinen anderen Dreh oder nichts, was ich dazu nicht noch ergänzen möchte. Das kommt auch oft vor, dass wir Sachen haben, die wir schon mal hatten, ich aber noch Dinge ergänzen will oder so. Oder mir sage, es ist mal wieder Zeit, die zu wiederholen. Und andere Sachen sind halt so Dinge, zu denen ich dann halt herzlich wenig sagen kann und sie deshalb lieber rauslasse. So, keine Ahnung, so ganz spezifische politische Themen zum Beispiel. Wenn es dann um irgendwelche ganz spezifischen Gesetzesregelungen geht von irgendwas, wozu ich keinen Plan habe, am besten noch irgendwo aus dem Ausland, also irgendwie Österreich oder Schweiz oder so, wo ich dann nur sagen kann, okay, da bin ich komplett überfragt. So, weiß ich nicht, ob da irgendwas davon der Fall war. Denkst du, Mobbing-Opfer sind vom Schicksal auserkoren? Ich kenne einen Fall, bei dem eine Person wegen Eigenschaft X gemobbt wurde, diese dann versucht hat zu verändern und trotzdem weiter gemobbt wurde. Woran denkst du, liegt das? Beziehungsweise, warum mobben gerade Kinder andere so viel? Denkst du, dass Mobbing mehr wird? Was kann man dagegen tun? Das sind ganz, ganz viele Fragen. Aber sehr interessante, weil ich glaube, dass Mobbing so ein Thema ist, dass Leute komplett, was soll ich sagen, so eine Mischung aus unterschätzen und falsch verstehen. Ich glaube, wenn man von Mobbing redet, haben viele dieses Bild im Kopf, und das habe ich schon mal gesagt, als wir über dieses Thema gesprochen haben,
Von so einer Clique von diesen bösen Mädchen oder so College-Jocks in den USA, so Highschool-mäßig, ne, die böse Clique von Footballspielern, die dem armen Nerd mit der Brille, der gerade seine Bücher durch den Gang schleppt, ein Bein stellen und dabei so lachen. So unnötig, unsinnig, einfach nur fies und böse. Und ich glaube, dass Mobbing in den wenigsten Fällen so abläuft. Ich habe mich oft gefragt, irgendwie so im Nachhinein von den Leuten, mit denen ich in der Schulzeit so das eine oder andere ja, mal aneinander geraten bin, will ich mal so sagen. Es war nicht sehr viel. Also ich habe jetzt nicht irgendwie reihenweise irgendwie Feinde gehabt oder so, aber von denen, mit denen ich aneinander geraten bin, habe ich mich im Nachhinein gefragt, wenn ich das versuchen würde, aus heutiger Sicht zu betrachten, war das in der einen oder in der anderen Richtung Mobbing? Man hat, glaube ich, oft diejenigen, die andere mobben, haben nicht das Gefühl, das zu tun, sondern die haben das Gefühl, jemanden anderen zu Recht über etwas zurechtzuweisen. Und dann muss man halt immer noch fragen, ab wann fängt denn Mobbing an? Also sich jetzt über jemanden lustig zu machen, der eine Behinderung hat oder so, völlig klar, dass das Mobbing ist, ohne jede Frage. Vor allen Dingen, wenn es Dinge sind, die halt nicht selber gewählt sind, ne? Also eine Behinderung ist ja nicht selber gewählt. Wie geht's denn weiter bei Frisuren zum Beispiel oder Klamotten, die jemand trägt? Also sich darüber lustig zu machen, dass jemand kein Geld für Klamotten hat, auch da sind wir uns völlig einig. Aber was ist, wenn jemand mit, keine Ahnung was, mit, ich kenne jetzt keine Boyband, keine aktuelle, aber irgendein Junge in der 8. Klasse mit irgendeinem Boyband-T-Shirt rumlaufen würde? Lustigen Kommentar darüber machen oder nicht? Fängt das beim lustigen Kommentar schon an, das Mobbing? Oder muss man dafür noch weitergehen? Dann, ich weiß, dass es oft sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen zu dem Thema gibt, bei übergewichtigen Leuten. Dass einige sagen, es ist ja okay, das zu machen, weil die könnten es ja ändern. Aber das ist für mich immer ist das ein sehr, 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 sehr dünner Pfad, weil also das Argument, man könne es ändern, um dann nicht mehr von Leuten gemobbt zu werden, lässt sich auf verdammt vieles anwenden. Denn dann könntest du dasselbe sagen für Religion zum Beispiel. Ja, wenn du nicht wegen deiner Religion gemobbt werden möchtest, kannst du die Religion ja ändern. Oder musst sie nicht zeigen. Und für ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ein großes Problem ist, dass Menschen nicht erkennen, was jemand anderem mehr als nur mal eben aufs Gemüt schlägt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das notwendigerweise immer gezielt und wiederholt sein muss. Es reicht ja schon aus, dass man irgendjemanden hat, mit dem man nicht klarkommt. Und dann hast du den einen, also zwei Leute kommen miteinander nicht klar, der eine ist irgendwie wortgewandt und hat vielleicht noch eine Gruppe von Freunden, der andere nicht. Beide drücken sich gegenseitig Kommentare, nur du derjenige, der keinen Rückhalt hat und wo die Klasse eben nicht über den witzigen Spruch lacht, weil man nicht so eloquent ist, ist jetzt schon plötzlich in einem Kräfteunverhältnis oder in so einem Ungleichgewicht der Kräfte, ohne dass der andere jetzt etwas besonders Schlimmes gemacht hätte, ne? Beide zicken sich gegenseitig an oder beide moppern sich gegenseitig an. Ob Leute das anziehen oder quasi vom Schicksal dazu bestimmt sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht an sowas wie Schicksal oder so. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es Verhaltensmuster gibt, die dazu führen können bei bestimmtem Gegenüber. Eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, dass manche Leute, selbst die in Anführungsstrichen nettesten, dazu neigen, zu versuchen, sich so, wie soll ich das beschreiben, sich Platz zu verschaffen, wenn der andere nur genügend nachgibt. Also wo aus der Tatsache, dass jemand immer weiter nachgibt, wird, dass jemand anderes sich dann mehr berufen fühlt, diese, ich will es jetzt sagen, diese Schwäche, dieses Verhalten halt auszunutzen. Du hast wie viele Fragen? Du hast einige Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob es Kinder sind, die andere Kinder so viel mobben. Ich glaube, es könnte sein, ich weiß es wie gesagt nicht, ich habe keine Untersuchung dazu gelesen oder Zahlen dazu gelesen. Ich könnte es mir insofern vorstellen, weil es Kindern noch schwerer fällt, so eine Empathie und den Umgang miteinander zu lernen. Das ist ja etwas, was man teilweise wirklich lernen muss. Eine Sache, die ich als Kind zum Beispiel lernen musste, war, wenn ich etwas kritisiere, was ein anderer mag, dachte ich als Kind, dann kritisiere ich ja nicht ihn. Ich sage ja nichts Böses gegen ihn. Ich beschimpfe ihn nicht, ich beleidige ihn nicht. Ich sage ja nur etwas über, keine Ahnung, eine Band,
ein Buch, ein Computerspiel oder so. Dass das aber beileibe nicht immer so ankommt, ist zum Beispiel eine Sache, die ich erst lernen musste. Und dementsprechend auch, keine Ahnung, sich über die Band oder das Buch oder den Film oder sonst irgendwas lustig machen. Und so. Oder bei anderen Dingen, ich meine, jeder hat das schon mal erlebt, dass das Kind irgendwas sagt, was allen Erwachsenen quasi auch auf der Zunge liegen würde, was man aber als Erwachsener nicht sagt. Warum ist der Mann da drüben denn so fett? Oder sowas in der Art. Oder so dick. Und also ich glaube, dass es vielleicht vorkommen kann, dass Kinder, die noch nicht so richtig wissen, dass das, was sie sagen, verletzend sein könnte, möglicherweise in diese Art von Fettnapf treten. Aber ohne, dass sie das machen, von dem ich sagen würde, dass das ein Bestandteil bei Mobbing ist. Dass, ohne, dass sie das gezielt machen, um vielleicht zum Teil auch noch so eine Machtsituation aufzubauen oder auszuspielen. Und ob das mehr wird, weiß ich nicht. Man kann natürlich sagen, sofern die Kommunikation mehr wird, und das wird sie durch Social Media mit Sicherheit, wird auch vermutlich das Mobbing mehr, ne? Gibt es nicht sogar das Wort Cybermobbing? Also es könnte sein, dass das mehr wird, aber das wäre ein bisschen absurd zu sagen, naja, wenn die Kommunikation mehr wird, steigt damit auch das Mobbing an. Wenn wir eigentlich eher wissen wollen, ist das so im täglichen Umgang relativ gesehen mehr geworden. Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema. Und ich glaube, das allergrößte Problem ist, dass ganz, ganz viele Menschen nicht erkennen, was Mobbing ist, wo das anfängt und wo sie jemandem möglicherweise schon über Gebühr auf den Fuß getreten sind. Und ich glaube, das geht jedem so, weil ich glaube, da ist keiner immun gegen. Also gegen das Mobbing, also wenn das so krass verstanden wird, schon. Aber jeder von uns hat schon mal irgendwas gesagt, ohne sich darüber groß Gedanken zu machen oder irgendeine Unterhaltung über irgendwas gehabt. Und ein anderer ging daraus raus und war irgendwie beleidigt oder ein bisschen angezickt oder sickig. Und man selber wusste noch nicht mal, warum. Und in der Form ist es noch kein Mobbing, aber was, wenn derjenige niemals etwas sagt und es dir niemals auffällt, dass das bestimmte Thema oder die Art und Weise, wie du darüber sprichst, bei dem sehr starke negative Gefühle auslöst, dann bist du schon vielleicht in so einer Situation, die sehr nah an sowas wie Mobbing rankommen könnte, ohne es mitbekommen zu haben. TLDR, respektlose Menschen, hallo Onkel Balo. Mir bot sich vor 2 Wochen im Kaufland Folgendes anzusehen. Ich ging mit meinem Mitbewohner ins Geschäft und erledigte ganz stumpf meine Einkäufe, so weit, so unentspannt. Als wir uns der Kasse näherten, sahen wir, wie auf dem Boden von einem Kühlfach eine kaputte Bierflasche rumliegen. Ne? Wir waren aber nicht die Einzigen, die das tropfende, verwundete Radler am Boden sahen, denn uns kamen 2 circa 16-Jährige zuvor, die anstatt sich des Problems anzunehmen, lieber noch einmal die Flasche durch die Gegend traten, sodass auf 4 Meter verteilt der Inhalt der Flasche verstreut war. Großartig, tolle Menschen. Ich nehme an, absichtlich, ne? Hast du das geschrieben, ob es absichtlich war, anstatt anzunehmen, lieber noch einmal die Flasche? Also, okay. Ich nehme jetzt mal an, dass du davon ausgehst, dass es Absicht war. Die beiden lachten. Es hörte sich super dämlich an, wirklich. Als dann eine Mitarbeiterin des Kauflandes auf die beiden aufmerksam wurde, gingen sie auch sogleich schnurstracks auf die Helden unserer Geschichte zu und wies sie zurecht, dass anstatt eine Flasche durch den Raum zu treten, man eben diese auch aufheben und an den Rand stellen könnte, sodass niemand drauftritt. Die beiden zeigten sich nicht ganz erfreut über die Standpauke im lauten Ton, weshalb sie nur abwertend ein dafür gibt es Personen wie sie zustande brachten. Bei der Aussage juckten mir die Springerstiefel juckten dir? Okay. Mir das letzte Mal wer empfahl, Animes bitte auf Japanisch zu schauen. Nachdem die Arbeiterin mit einem leise murmelnden vor lauter Hustenscheißer von dannen schritt, kam wieder die Eloquenz der beiden zum Vorschein, bei der eine anfing leise zu kichern, während der andere meinen Mitbewohner und mich erwartungsvoll anschaut, um zu sagen, die fette H... wird doch dafür bezahlt, kann die doch selber machen. Also wenn das H... das heißt, was ich glaube, dass es heißt, dann glaube ich, wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich ein ernsthaftes Wort gesprochen hätte. Da der Vorfall weit kürzer dauerte als durch meinen Text annehmbar. Ja gut, es klingt so, als wären das ein paar Sekunden gewesen nur, ne?
bezahlte ich fix an der Kasse und verließ den Laden. Ebenso wie die zwei Fragezeichen vor mir. Zwei Fragezeichen? Okay. Ich bezeichne mich dann doch eher als zurückhaltenden Menschen, da ich bei diesem Vorfall außer meinem entsetzten Blick keine Worte zustande brachte. Nun zu meiner Frage, hätte ich den beiden noch hinterher fahren sollen und ihnen ihre Woche versauen, auf ihre Fehler und maßlose Respektlosigkeit hinweisen sollen, hätte es gereicht, dem Jucken in meinem Stiefel endlich genug... Ich bin nicht ganz sicher, was du gerade da andeutest. Also erstmal, was Springerstiefel überhaupt damit zu tun haben. Und was du mit deinem Jucken im Spiegel, willst du die treten? Willst du die zusammenschlagen oder was? Wenn nein, hast du gerade eine sehr unglückliche Formulierung gewählt. Oder glaubst du, es ist recht, sich da rauszuhalten und einfach der schwer arbeitenden Frau nur in ihrer Moral nachträglich Unterstützung zu leisten? Hast du das denn, die unterstützt? Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen und hoffe, dass du dir noch einen schönen Tag machst. Also, machen wir mal den ersten Teil. Ich kann absolut gut verstehen, dass du nicht reagiert hast, weil jeder von uns, der zurückgelehnt sich die Geschichte durchliest, ist jetzt der Held der Story, der der Frau gesagt hätte, machen Sie sich keine Sorgen, der selber die Flasche aufgehoben hätte und die beiden Rüpel darauf hingewiesen. In der Realität gibt es einen Grund, warum kaum jemand so reagiert, weil du, genau wie du es gerade beschrieben hast, in der Situation perplex bist, 10 Gedanken durch deinen Kopf gehen, währenddessen die Situation schon halb wieder vorbei ist und du dich gerade fragst an der Kasse 15 Sekunden später, sage ich jetzt noch was, sage ich nichts oder so? Also kann ich gut verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen, dass man nicht geistesgegenwärtig genug ist, da einzugreifen. Aus meiner Sicht definitiv nicht in irgendeiner Form von Gewalt oder Pöbelei. Also ich finde schon gut und richtig, erstmal die Mitarbeiterin darauf hinzuweisen oder der zu zeigen, dass du auf ihrer Seite stehst. Denn das, was sie da gemacht haben, also machen wir erstmal die harmlose Variante, dass sie aus Versehen gegen die Flasche getreten sind und dann gelacht haben, als sie gesehen haben, was passiert ist. Und sich dann verteidigt haben gegen ihre Dummheit. Selbst dann ist ab dem Dagegentreten und Lachen schon nichts mehr zu verteidigen. Weil wenn einem das passieren sollte, dann kann man sich immer noch entschuldigen und sagen und nach vorne zur Kasse gehen und sagen, ey, ich habe hier gerade eine Bierflasche oder keine Ahnung, hier ist eine Bierflasche ausgelaufen, das müsste sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Den wahrscheinlicheren Fall, so wie du es beschreibst, sie fanden das lustig, das zu tun und haben das absichtlich gemacht, weil sie sagen, da ist ja irgendjemand, der das machen kann, der dafür ja bezahlt wird. Und das ist so eine ganz unsägliche Art und Weise und so ein ganz unsägliches Denken, was ich ätzend finde. Sagen wir es mal so, grundsätzlich ätzend finde. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, ehrlich arbeitenden Menschen das Leben schwerer zu machen, als es sein muss. Und vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hätte, mit quasi null Aufwand dafür zu sorgen, dass ein anderer möglicherweise 5 Minuten oder 10 Minuten weniger Arbeit hat, finde ich, ist das so eine Frage der Menschlichkeit, es zu tun. Wenn ich halt sehe, dass irgendwo eine Flasche umgekippt ist, die kurz irgendwo hinzustellen, wo sie nicht weiter ausläuft und Bescheid zu sagen, da ist eine Flasche umgekippt, kümmert euch drum, sorgt halt dafür, dass eben nicht das passiert ist, was der Worst Case ist, dass irgendjemand anderes es nicht sieht und plötzlich das Ganze im gesamten Gang verteilt ist und die Scherben aufgefegt werden müssen, dann nass durchgewischt werden muss und ein Schild aufgestellt, damit auch keiner ausrutscht und so weiter und so fort, was wesentlich mehr Arbeit ist als dieses kurze Ding. Es ist einfach so ein, keine Ahnung, also da würde ich den Leuten nahelegen, andere Menschen einfach wie andere Menschen zu behalten, auch wenn etwas ihr Job ist. Wenn du deinen Job irgendwo machst oder wenn einer von uns für irgendwas bezahlt wird und jemand anderes macht ihm unnötigerweise den Job schwer, dann ist man ja auch nicht begeistert davon. Und ich habe in den letzten Wochen das ein oder andere Mal, das ist so, glaube ich, auch noch so ein negativer Aspekt dieser ganzen multimedialen und Influencer-Gesellschaft, dass es halt auch noch Leute gibt, die sowas bewusst machen und davon Fotos und Videos machen. Wie sie sich irgendwo daneben benehmen. Die Tage war irgendwie eine junge Frau, die in den Laden gegangen ist und irgendwie Eis angeleckt hat und das dann wieder zurückgestellt hat in ein Regal. Oder andere Leute, die ähnlich wie du es beschreibst, eine junge Frau, die eine Flasche aus dem Regal genommen hat, einen Teil des Inhaltes auf dem Boden ausgeschüttet und die Flasche dann wieder ins Regal gestellt hat und so. Also es gibt durchaus auch Leute, die sowas dann noch
richtig absichtlich machen, weil sie es irgendwie lustig finden oder so. Die perfekte Situation oder die perfekte Reaktion wäre vermutlich gewesen, der Person zur Seite zu stehen und den Jungs so gut es geht und so ruhig es geht, verständlich zu machen, warum das, was sie machen, Kacke ist. Sie nur anzumaulen und zu sagen, ihr seid blöde Arschlöcher oder so, glaube ich, sorgt nur dafür, dass sie abriegeln und daraus überhaupt nichts mitnehmen, würde ich befürchten. Aber ich weiß, es ist nicht immer so leicht, jemanden so auf die Schnelle und dann in der Hitze des Gefechts verständlich zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich gut verstehen kann, dass man selber, wenn man sowas sieht, sofort irgendwie auf 180 ist und so eine Halskrause hat. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es, wenn es solche Themen gibt, gibt es immer diejenigen, die von sich sagen, ich hätte da ja sofort reagiert. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, bei denen das stimmt. Aber ich glaube, die Menge der Leute, die jetzt sagen, dass sie sofort reagiert hätten und die es dann tatsächlich gemacht hätten, unterscheidet sich immer noch erheblich. Also ich mache dir da keinen Vorwurf, dass du es nicht getan hast. Wobei ich es halt schön finden würde und da also einer Konfrontation grundsätzlich aus dem Wege zu gehen, ist ja auch nicht immer das Verkehrteste. Weil wenn das irgendwie zwei Typen sind, du hast zwar gesagt, dein Mitbewohner war dabei, aber keine Ahnung, wer so drauf ist, ist vielleicht auch auf Krawall aus, aber zumindest der entsprechenden Mitarbeiterin da so ein bisschen zur Seite zu stehen, hätte sie vermutlich sehr gefreut. Denn da kommt man sich doch bestimmt auch vor wie der letzte Mensch. Wenn irgendjemand einem sagt, du bist quasi dafür verantwortlich, und dann noch irgend so ein Steppke, ne? Du bist quasi dafür verantwortlich, hier mir hinterher zu putzen. Oh. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Onkel Barlow.